Hallo zur dieswöchigen Weekly Challenge hier bei Rayman Legends. Es geht in Murphys Katakomben, was könnte es anders sein? Und wir müssen ganze 1497 Meter schaffen, was für eine einfache Challenge natürlich recht normal ist. Das bedeutet, wir haben am Anfang recht viel Quatsch und ihr seht auch, das ist der erste Versuch, den ich hier mache. Ich werde euch heute hier zwei Versuche zeigen, einfach damit ihr so einen Unterschied habt. Aber ja, beim ersten Mal schaffen wir auch schon Gold, aber es ist noch kein schöner Wert, deswegen dachte ich, ich bringe euch nochmal eine zweite Challenge auch noch mit rein. Okay, ja, hier am Anfang sind es wieder diese ganz einfachen Kombinationen, wo wir so ein bisschen lernen, wie benutzen wir eigentlich so den grünen Typen. Ist dieses Mal bei der Weekly Challenge sehr, sehr, sehr lang. Das heißt, fast bis 900 Meter müssen wir uns mit diesen einfachen Sachen hier ein bisschen rumschlagen. Deswegen ist halt eben auch die Goldgrenze dieses Mal recht weit hochgezogen. Und ja, ihr könnt euch schon fast denken, was wahrscheinlich wieder die Goldgrenze sein wird. Gut, hier auch nochmal drüber. Hier kommen wieder die Abschneidespielchen. Abschneiden, einmal schön drüber springen. Hier auch wieder Hebel aktivieren. Nicht abschneiden, abschneiden, nicht abschneiden. Akkordeon hochziehen, hochsetzen, nicht hochsetzen, hochsetzen. Ja, und schon haben wir die 600 Meter Pause und müssen gleich nochmal genau den gleichen Quatsch machen. Also auch wieder ganz einfache Kombination. Hier auch Akkordeon runterziehen. Und ja, war ich schon ein bisschen verwundert. Ich dachte, dass wenigstens hier ab der 600 Meter Grenze dann langsam Schwierigkeitsgrad ein bisschen ansetzt. Und jetzt kommen langsam die Elemente, wo ich sage, okay, jetzt wird der Spreu vom Weizen so ein bisschen getrennt. Okay, wir sind kurz vor der 900 Meter Pause, da ist er auch schon. Machen hier unsere einfachen Sprünge. Jetzt kommen wieder die Ringspielereien. Das heißt, wir klatschen einfach jedes Auge weg, wenn wir es irgendwo sehen. Und möglichst immer halt eben die Sprung-Schlag-Kombination nehmen. Das hilft eigentlich am meisten. Hier ganz schnell alle Augen weghauen. Das nehmen wir auch noch weg, damit uns wirklich gar nichts passiert. Hier ein ganz kleiner Sprung drüber. So, und auf den Ring abschneiden, weiter einmal wegschlagen. Die schneiden wir auch ab, damit wir hier schön drüber kommen. Kriegen hier nochmal diese Sprungspielchen, hatten wir ja gerade eben schon mal. Und sind bei der 1200 Meter Pause. Na, war sie das schon? Komisch. Ja. Und jetzt zieht es langsam mit der Schwierigkeit ein bisschen an. Ihr seht hier auch nochmal die Sprungkombination. Kennen wir schon, sollte eigentlich kein großes Problem mehr sein. Hier die Sachen hochziehen. Und ja, dieses Element kennen wir auch mit dem Dreimal umstellen. Wieder Augen klatschen. Und wir sind kurz vor der Goldgrenze. Noch 40 Meter trennen uns. Hier auch wieder Auge wegschlagen. Und natürlich ist das hier wieder unsere Lieblingsgoldgrenze, wenn wir das eigentlich schaffen. Da vergessen halt eben die meisten, dass man den Controller, wenn man von der Wand abspringen möchte, wirklich nach links ziehen muss. Und ja, so wie ich hier vergesse halt eben den Typi ein bisschen runter zu ziehen. Aber kein Problem, wir machen die ganze Sache einfach nochmal und hoffen, dass wir dieses Mal ein bisschen weiterkommen. Dieses Mal ein bisschen mit Konzentration. Wir ziehen hier wieder runter. Hier auch wieder das Ganze hochziehen, runterziehen. Und ihr seht, es läuft schon ein bisschen flüssiger. Jetzt wissen wir ja schon, was kommt und auf was wir uns... Ja, okay, nicht ganz so flüssig. Da verpassen wir ausnahmsweise mal den Rand. Gut, nächstes hier, 250 Meter sind wir jetzt gerade dran. Hier auch nochmal drauf springen. Den hier ziehen wir runter, damit wir wirklich schön viele Lumens bekommen. Aber die sind in dem Fall wirklich nicht wichtig. Also bei einem guten Versuch schafft man ungefähr so 600 Lumens ungefähr bis zur Goldgrenze. Und das sollte eigentlich schon fast reichen. Gut, hier auch noch einmal drüber. Hier auch wieder hochziehen. Jetzt kommen wieder die Abschneidespielchen. Kennen wir ja von gerade eben schon. So, da verpasse ich sogar, dass ich einen kleinen Sprung noch machen muss. Und wir sind an der 600 Meter Pause. Hier auch wieder runtersetzen. Sprung nach oben schon früh ansetzen, damit wir möglichst lang Zeit halt eben haben, um halt eben die Akkordeon zu verstellen. So, hier auch wieder Sprung drauf. Wir nehmen den Schwung gleich, um auf den Gegner zu springen. Hier wieder nach oben. Jetzt kommen wieder die Hochsetzspielchen, nur einmal anklicken und den zweiten erst, nachdem wir beim ersten vorbei sind und haben die 900 Meter Pause. Jetzt wird es wieder ein bisschen schwieriger. Jetzt kommen die Ringkombinationen,
Ja, auch nochmal hoch, schnell weiter, damit das nächste Auge, das noch kommt, nicht uns irgendwie auch noch kriegt. Hier auch wieder ganz schnell alle Augen weghauen, zack, da sind sie alle weg. Das Kissen ignorieren wir, das kostet einfach nur unnötig Zeit und wir können hier auch direkt gleich auf den nächsten hoch. So, hier auch wieder auf den Ring abschneiden, schön weiter abschneiden hier, damit der große hier. So. Okay, und wir sind an der 1200 Meter Pause. Die hier können wir wieder ganz schnell hoch. Ich setze auch wie wild ich unten mit dem gelben Klick. Und nochmal die Sprungkombination. 1300 Meter sind es. Hier wieder hochsetzen. Jetzt den zweiten hochsetzen. Und auch hier runter, hoch, abschneiden. Rüber auf die Augen. Einmal weiter. Zack. Und jetzt kommt sofort wieder, hier ist wieder die Goldgrenze. Abspringen, vom zweitletzten Knoten halt wieder den Absprung wagen. Hier nach oben transportieren lassen. So, und jetzt kommt hier ein bisschen Wind wieder in die Sache. Wir nehmen das Ganze, gehen weiter auf das nächste Kissen. Vorsichtiger Sprung weiter, da bin ich ein bisschen zögerlich. Ihr merkt es auch, dass ich nicht mehr ganz so souverän die Sachen spiele. Das kenne ich jetzt wieder. Deswegen nehme ich das Ganze wieder vorsichtig. Da mache ich außerordentlich sogar noch einen Sprung rein, was ich recht komisch finde. Die können wir auch wieder vorsichtig auf den Ring springen, hochsetzen, einmal weitersetzen, rüber, weiter und wir bekommen die 1800 Meter Pause. Jetzt nochmals gleiche, können wir jetzt fallen lassen. So, und damit haben wir auch schon hier die... Ganz vorsichtig, und da verspult's mich. 1974, ich will eigentlich die 2000 Meter mal schaffen hier bei Murphys Katakomben. Deswegen werde ich das diese Woche eigentlich nochmal probieren. Schauen wir mal, was morgen dann kommt. Und wir haben Rang 19 von 753, das heißt, wir sind unten besten 2,5%. Das geht eigentlich. Und ja, ich danke dir vielmals fürs Zuschauen und wir sehen uns dann morgen zur nächsten Daily Challenge. Wenn es dir gefallen hat oder dir das was gebracht hat, dann gib ein Like und ich freue mich auf dich morgen. Bis dann, ciao, ciao.